Hallo, guten Abend, Raphael. Guten Abend, wie bist du hierher gekommen? War alles gut? War alles gut, du hast es sehr gut beschrieben und dank des RMV bin ich sehr gut von Frankfurt gekommen, weil ich komme auch heute von Frankfurt, fliege am Freitag zurück nach Lima. Sehr, sehr, sehr gut zu hören. Wieder in Südamerika. Du pendelst von A nach B, von B nach A wieder. Ne? Ist das Ja. deine Flugroute, die du Genau, auswendig kennst? das ist unser Lebensmodell und ich habe heute mit Peruanern mich ausgetauscht, die von Okay. Lima nach Madrid kamen. Und klar, stellt euch vor, 90% der Fluggäste waren Inchas, die weiterfliegen zur Oje, WM. oje, der Flug war voll mit Peruana. Estamos con Olher. Olher Ersam es el nombre, es un alemán que, bueno, se conoce muy, muy bien Perú. Bueno, no les voy a decir mucho para que él mismo nos cuente. Wir starten einfach gleich an, Olga. Was kannst du uns über Peru erzählen? ¿Qué nos puedes contar de Peru? Das Land ist, was für mich immer überraschend ist, dass viele es nicht wissen, es ist ja dreimal größer als Deutschland. Also ein riesengroßes Land, erstens. Das zweite, ich werde oft gefragt, wie hoch Lima liegt. Und ich sage, wir haben 5 Kilometer bis zum Pazifik. Da sind viele überrascht. Ja, Peru ist für mich ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt alles, Natur, Geschäftsmöglichkeiten. Sehr nette Menschen und dieses grandiose Essen. Wir haben über die Menschen gesprochen. ¿No puedes decir en español? Yo sé que hablas muy bien español. ¿Cómo es Perú? En poquitas palabras. Ja, bueno, con respecto a mi castellano, lo aprendí en mis No 30. importa, no Entonces, importa. Cuéntanos. tengo bueno, acento, pero soy hecho en Alemania, ¿no? Bueno, el país Perú es 3 veces más grande que Alemania. Es importante tenerlo en cuenta. Segundo, mucha gente me pregunta si Lima, ¿qué altura tiene? Y mi respuesta es, bueno, 5 metros, 50 metros, depende. Y la gente siempre está sorprendida porque piensan que está como Cusco, tal vez se equivocan con Quito. También Perú es grande es y tiene grande. diferentes áreas también La gente geográficas. diferente, alegre y la comida es una maravilla. ¿Qué hay de qué más qué hay de decir de Perú? Algo interesante sobre la política, por ejemplo, ¿cómo es en este momento? Bueno, la política está muy estable. Yo, la primera vez estuve ya en 1999, also 1999, al fin de la época de Fujimori. Y hasta ahora, bueno, siempre hay cambios sorprendidos a veces, pero el país sigue creciendo. Y interesante, un amigo de Argentina me contó que los argentinos están sorprendidos que Perú sigue así, a pesar de todo que siempre hay cambios políticos, como este año, ¿no? PPK se fue y todo tranquilo. Hoy en día todo está enfocado en el fútbol. So, wir haben gerade über die politische Lage in Peru gesprochen. Wie ist es die Lage nochmal? Ja, die Lage ist, 99 war ich das erste Mal da, immer stabil, zwar mit Überraschung, aber immer stabil. Und andere Länder wie Argentinien beneiden Peru, dass es trotz der Veränderungen wirtschaftlich aufwärts geht. Und wir hatten dieses Jahr einen Regierungswechsel. Natürlich gab es dort etwa viel Diskussionen, aber heute ist das alles vorbei. Warum? Heute zählt Fußball und die WM. Also, und du hast vorher gesagt, das war, glaube ich, auf Deutsch. Estábamos diciendo, había dicho antes, que habías venido de Perú y casi toda la gente que viajaba por Frankfurt venía de Perú, se iba a Rusia. Ja, a Madrid fue 90% del vuelo de LATAM llena de gente, de hinchas, fans, Van a que apoyar. van a Sacans, Ekaterinburg y Sochi. Ja, wir sind gespannt, was du noch uns weiter erzählst.
Esperamos que les guste. Ya hemos empezado el inicio, pues que les haya gustado, pues vamos a continuar a hablar un poquito sobre ya un alemán en Perú. ¿Qué piensa él como alemán? ¿Qué cuestiones son difíciles para un alemán en Perú? Was sind die ungewöhnlichen Faktoren, Dinge, was ein Deutscher da in Peru hat? Da hört man ganz viel, man kennt viele Peruaner, aber man kann sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, das wird schon, ja, wir bleiben gespannt. Das war Amiga Mia von Alessandro Sáenz. Rafael Rodríguez, Contacto Latinoamérica contigo, 92.5 desde Wiesbaden, Alemania. Wir sind hier aus Wiesbaden. Ihr hört 92.5 Radio Rheinwelle, ja, mit R, Contacto Latinoamérica. Rafael Rodríguez mit dir. So, wir haben den Holger Ersam, der kennt sich sehr gut aus mit Peru und er erzählt uns auch ein bisschen mehr. Was ist ungewöhnlich für die Deutsche, für einen Deutsche hier dort in Peru, Holger? Ja, sehr, sehr gute Frage. Vorab, ich möchte klarstellen, ich bin Deutscher und schaue nach Peru mit deutschen Augen, mit deutscher Kultur. Richtig. Ich bin immer wochenweise in der einen wie auch in der anderen Kultur. Verstehe ich Peru komplett? Nein. Verstehe ich viel? Kann das einsortieren? Das ja. Ja. Das ist deine Wahrnehmung. Das ist meine Wahrnehmung, selektive Wahrnehmung. Ja, was überrascht mich? Das erste ist der Verkehr. Ich komme immer zum Verkehr, weil du musst von A nach B in Lima, der Verkehr ist völlig anders. Also stell dir vor, du fährst drei Spuren, der mittleren Spur und plötzlich ist von der rechten Seite, wird dir die Vorfahrt genommen und biegt jemand links ab. Aber der Blinker, den er hat, entweder hat er keinen oder er blinkt nach rechts. So, dieses Verhalten, da muss ich mich daran gewöhnen. Inzwischen fahre ich selbst in diesem Verkehr. Ein bisschen gehabt. Meine Idee war, so ein bisschen typisch deutsch, dazu beizutragen, dass sich die Kultur ändert. Aber heute ist mein Ziel, unfallfrei zu fahren. Das ist das Wichtigste. Also Verkehr ist halt völlig anders. Weil ich auch ab und zu gefragt werde, ja, kann man Mietwagen da nehmen? Kann man machen. Panamericana ist super, aber in Lima selbst ist es einfach nicht empfehlenswert. Und mein Prinzipal, el cual tienen problemas los alemanes, él ha tenido un poco de problemitas, pues no, nos explica Olga. ¿Cuál es el problema? Ya, yeah, bueno, el primer punto es el tráfico, de mi punto de vista, ¿no? Porque la cultura de manejar es diferente. Mm. Ja, es cruzan semáforos rojos, son indicaciones, pero no, las reglas se toman más relajados. Bueno, yo como alemán, al principio era un desafío grande, pero hoy en día, bueno, yo tengo mi manera de manejar sin accidentes, ¿no? Ese es mi objetivo. Pero para gente que piensa, vamos a Perú, alquilar un auto, como en Estados Unidos, no es recomendable. Okay. Sehr francamente no es recomendable, okay, para esta gente al principio. Was haben wir noch? An zweiter ja, Punkt. Ja, was kommt noch? Die Unterschiede im Land. Also stellt euch vor, du fliegst eine Stunde mit dem Flugzeug in Peru und dann bist du auf 4000 Meter, 3000, 4000 Metern oder in die andere Richtung oder ein Stückchen weiter noch, bist du im Regenwald pur. Hm. 35 Grad, richtiger Regenwald. Hm. Das gibt es halt in Deutschland nicht. Fliegst eine Stunde nach Hamburg oder fliegst eine Stunde nach Paris, nach London. Selbst Madrid ist alles noch ähnlich, ist schon ein bisschen weiter weg. Also die Vielseitigkeit Perus ist ein Wunder. Und ich bin immer wieder begeistert. Jetzt waren wir Amazonas, letztens waren wir Arequipa, wir waren auch in Machu Picchu. Alles so nah beieinander. ¿Tenemos algo más? En castellano? En español, claro. En español, claro. Perú es un país más... No lo hemos abandonado. Ja. Bueno, Perú hay Costa Sierra Selva, ustedes saben. Y todo está cerca, ¿no? Solo en avión una hora de Lima puedes llegar a cada región. La vegetación es completamente diferente. También la comida, la cultura. Es una diferencia grande. Así, eso no conozco de Alemania. Also das ist für mich in Deutschland... Gab es das nicht. La comida, ¿cómo es?
La comida es más que comer, es arte. Es arte, la fusión, los sabores, los colores y felicitaciones a la cocina peruana. Ja, die peruanische Küche ist Kunst. Wirklich, es Kunst und die Farben, die Geschmacksrichtung sensationell. Und wer hat das sozusagen ins Rollen gebracht? Das war auch der Gaston Acurio und seine Frau ist Hamburgerin. Die beiden haben vor 20 Jahren etwa begonnen, peruanische Küche zu forcieren und wurden so ein bisschen als verrückt abgestempelt. Heute ist peruanische Küche top in der Welt und hier in Wiesbaden oder Rhein-Main. Heute gibt es in jeder größeren Stadt ein Restaurant. Ja, du hast ja schon mal erlebt in Peru, in Frankfurt, in dem Instituto Cervantes gab es vor kurzem ein Gourmet-Festival. Ja, da war das Peru-Festival, da war ich da als Gast eingeladen und das war ein kleines Blitzlicht an der Vielseitigkeit der Küche. So, was haben wir jetzt noch als, hast du noch einen Punkt, wo man sagt, ach, der Deutsche, der hat wirklich da zu kämpfen? Was hast du noch? Ich habe noch mitgebracht ein Thema, wo hat der Deutsche zu kämpfen? Der Deutsche sieht natürlich die Unterschiede, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in Peru und denkt sich, und möchte da etwas tun. Aber die Möglichkeiten gibt es. Das erfolgreich umzusetzen, ist eine Herausforderung, weil du hast lange Wege, du musst viele Menschen kennen, du hast Bürokratie, wird das genannt. Es ist so vielseitig. Peru ist so vielseitig, das ist die Herausforderung. ¿Cómo Ja. un alemán tiene que pelear por sobrevivir en Perú? Bueno, es el tráfico, es también dann das Posibilidades in El Perú. Comparando con Alemania, Alemania, la buena posibilidad es, pero no, no dan das, pero en Perú, cada peruano tiene una idea en el negocio, me parece. Y así hay miles de negocios, más miles de negocios pequeños y es fascinante. ¿Y dónde empezar? Tal vez es eso el Pero tema, ¿dónde empezar? para un alemán en Perú es una pelea constante para poder establecerse. Pues Belea también es un gusto, porque él tiene la posibilidad de llevar a cabo sus ideas y hacer sus actividades. Ya, justamente con esto de la Contacto Latinoamérica contigo, Rafael Rodríguez, Radio Rheinwelle, aquí en compañía de Olger Ersan. Olga Ersan ist mit uns und ja, der ist Kenner des peruanischen Landes und er erzählt uns auch ein bisschen. Gut, er sagt, es ist eine Wahrnehmung, wie er die peruanische Gesellschaft und Land sieht. Olga, du hast ein Buch Ja. geschrieben. Ja, ich lese gerade dieses Buch, widme ich meiner wunderbaren peruanischen Frau, die mir wesentliche Erkenntnisse erst möglich gemacht hat, nämlich der Mut zu entwickeln, nicht nur eine Heimat zu finden. Significa en español? Bueno, gracias por mi esposa. Encontré un país que es diferente como Alemania. Sin embargo, con muchas posibilidades y mucha cultura y mucho amor en general. Y eso es, ella me abrió los ojos. Eso es con el Significa tiempo que ya. sin ella no hubieses escrito este libro. Ya, eso, ya, claro. Okay. Sin ella. Was hat sich dich dazu geführt, dieses Buch zu schreiben? Ja, das Buch zu schreiben, ich bin immer wieder angesprochen worden, was kann man in Peru denn tun? Also Menschen, die in Peru waren, Deutsche, die sich ins Land verliebt haben, in die Menschen verliebt haben und einen Partner oft gefunden haben, kamen da auf mich zu, was kann man tun? Und die Geschichten habe ich zusammengefasst, also es sind 33, es gibt über 100 sicherlich, aber diese 33 sind mir sofort eingefallen, das ist auch alles von Deutschen umgesetzt worden. Das ist also keine Utopie, das ist Realität.
Okay. Und man kann es tun. Holger ha escrito un libro y el libro se llama 33 historias, bueno, 33 ideas para Perú, realizables para Perú. Él se refiere a más que todo al mundo de los de los negocios, las posibilidades. Cuéntanos un poquito. Ya, bueno, mucha gente, muchos alemanes me preguntan, ¿qué puedo hacer en el Perú? Hay diferencias, tengo ideas, pero no estoy seguro si la idea está bien o no bien, y tal vez hay más ideas. Y yo puse todas, algunas de estas ideas, puse 33 en este libro para que la gente tiene la posibilidad de ampliar su punto de vista, damit die Menschen, also die deutsch-peruanischen Beziehungen oder die Deutschen mit Peru, meistens geht es über die persönliche Schiene, ihren Blick erweitern, was alles möglich ist. Und todas las historias son historias reales. Por ejemplo, este café en Arequipa justo salió en las noticias de CTF. Estos días, con un reportaje. ¿Qué tan importante es tu trabajo? ¿Has trabajado ya en esta área, ya, o te encuentras trabajando en esta área de las relaciones de negocios entre Perú y Alemania? Bueno, vengo del área de empresas, estudié Administración empresarial y muchas cosas más. Y tengo experiencia con empresas medianas en el sentido de Alemania hasta un monto de venta de 500 millones de dólares anual. Son medianas. Erzähl uns ein bisschen über zum Beispiel die Möglichkeiten der Gesundheit. Das hast du das geschrieben. Da finde ich einiges, was da interessant ist. Aber ja, erzähl einfach nochmal. Ja, Gesundheit, das aufzugreifen, gibt zwei Ströme. Natürlich Deutschland, Medizin, Technik, technische Geräte für Peru. Ich hatte einen deutschen Begleiter beraten, der sagte, überlegte, Pisco zu exportieren nach Deutschland oder medizintechnische Geräte zu importieren nach Peru. Also sehr breit, er hat sich dann fürs Letztere entschieden. Und genauso gibt es auch Exporte von Peru nach Deutschland im Bereich der Kosmetik, hochwertigen Naturkosmetik. Oder gehen wir in die Ernährung, Medizin, Gesundheit, Ernährung, natürlich die Superfoods. En cuanto a la comida, hay una cuestión crítica. Si se capitaliza lo que es la producción de la comida, termina la producción de la comida en el Perú, igual que lo que está sucediendo con la soya en Brasil. Bueno, hay como un límite, ¿no? El límite es la naturaleza. Pero si la gente empezaría a dejar comer tanta carne, eso sería la mejor manera de establecer el tema de naturaleza. ¿Por qué? Porque un pollo y Perú, bollerías, pollo a la brasa es uno de los platos principales para mucha gente. Un pollo necesita muchos granos para crecer. Y esos granos es mejor comer naturalmente, ¿no? Como quinoa, bueno, quinoa, los pollos, pollitos no comen quinoa, pero comparando, ¿no? Quinoa zu essen, Superfoods, es besser als die Tiere zu füttern, denn der Faktor ist mal 7, um Fleisch zu produzieren und dann lieber die Naturprodukte zu konsumieren. Was im Bereich der Produktion, weil wir sind in Europa, wir können auch in den USA exportieren, dann geht es richtig zu Mengen. Da kommt man genau in die Geschichte von der Sojaproduktion. Ich nehme mal das Beispiel von Spargel im Norden Perus. Also Peru, eine der exportstärksten Länder weltweit bei Spargel. Und das Spargel wächst in der Wüste, jetzt mit der Bewässerung aus den Anden. Das ist ein schwieriges Thema, ne? Weil natürlich auf der einen Seite Wirtschaft ist super, wird gefördert, auf der anderen Seite die Ressource Wasser. Ich war sehr oft in Israel gewesen, beruflich, und habe dort in der Wüste auch Gewächshäuser und viele andere landwirtschaftliche Produktionsstätten gesehen, also Industrieproduktion, Landwirtschaft. Und da ist die Bewässerung
mit auch eine Mischung aus Grundwasser und aus Salzwasser schon. Also ich glaube, wenn Peru und Israel ihr Know-how austauschen können, kann insbesondere Peru von der Bewässerungstechnik partizipieren. Ja, wir haben einiges darüber gesprochen, wie die Produktion sein könnte jetzt, die Vorstellung, was für Möglichkeiten gibt es durch die Lebensmittel, die dort in Peru zu produzieren scheinen. Sprichst du über Tourismus und Dienstleistungen, zum Beispiel Dienstleistungen in Peru? Ist das so ein Land? Ja, das entwickelt sich. Ja, also Tourismus heute 5% der Wirtschaft, 5% der Ökonomie, Tourismus. Mhm. 70.000 Deutsche im Moment, vor 15 Jahren waren es 10.000. Mhm. Und Peru hat eine hohe positive Reputation. Und schön ist, dass der Tourismus, es ist auch Anbieter gibt, die sagen, naturschonend, umweltverträglich und auch die Landschaft akzeptieren. Es gibt einen Störer oder einen Impfer. Ich war in Kuilab vor 3 Wochen gewesen und in der Gondel. Auf der einen Seite verschlechtert das sozusagen den Blick in den Anden, die Gondel. Auf der anderen Seite ist es eine bequeme Möglichkeit, nach Kuilab hochzukommen. Ich habe es oft mit der Schweiz und Österreich verglichen. Ich glaube, man kann das integrieren, sodass es für beide, für Touristen wie fürs Land, hilfreich ist. Ich glaube, das geht. Ja, wir werden nach der Pause, después de la pausa, vamos a hablar un poco sobre ja, qué posible es, porque estos naturalmente son ideas. Olger nos dice que ya son ideas concretas, que muchos las han realizado. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta luego de la pausa. Contacto Latinoamérica, Radio Rheinwelle 92.5 aus Wiesbaden, Radio Rheinwelle 92.5 in FM hier in Wiesbaden, Mainz Umgebung. Wir haben gehört, so über 6 Millionen Leute sollten es empfangen. Ich hoffe, Sie sind Teil davon. Wir sind mit Olga. Estamos con Olger Ersam. Él ha escrito un libro. Er hat ein Buch geschrieben. Und 33 Geschichte für Peru. Geschäftsidee für Peru. Wir wollten ihn fragen, Olga, wie umsetzbar sind diese Ideen, Geschäftsideen in Peru? Ja, die Umsetzungschance ist sehr hoch. Also auf der Skala von 1 bis 10. 1 geht gar nicht, 10 ist super. Es ist mindestens 8, eher 9. Also alle diese Ideen, die ich notiert habe, zusammengefasst habe, sind umgesetzt worden von Deutschen. Und ich habe noch viel mehr gesehen, wahrscheinlich über 100. Aber diese 33 sind alle tatsächlich umgesetzt worden, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und wenn ich gefragt werde, ja, es gibt ja schon jetzt Import von Bisco beispielsweise, kann ich denn da noch mit beginnen? Natürlich. Mein Beispiel ist immer Mobiltelefone. Nokia gibt es nicht mehr, Apple haben viele, trotzdem gibt es Samsung, es gibt LG, es gibt noch viele andere und natürlich nicht nur ein Handy, ein Mobiltelefon in der Familie, sondern 2, 3, 4. Selbst ich habe inzwischen 2 Geräte, so wie wahrscheinlich viele andere auch. Mm. Und ein muchas posibilidades, llevar a cabo estas ideas todos, ja, son posibles y hecho realizables, realizados de alemanes. Ja, de alemanes, ja. Also, han sido realizadas. Ja, más que solo una visión, una idea, no, es verdad. Puedes encontrar todas estas 33 ideas en el mundo. En cuanto a la gente de Perú, ¿ellos ja. están en la capacidad de realizar todo esto? Así como lo piensa un alemán. Noch einmal. Können die Peruaner diese Ideen auch umsetzen? Die Peruaner, ja, jeder. Also los peruanos, todos. Pero el tema es hacerlo. No es complicado, pero complicado es el primer paso. Para los peruanos como para los alemanes también.
Porque para los alemanes les gusta la seguridad y establecer un propio negocio es nuevo. Für die Peruaner ist es normal, ein Business zu starten, für Deutsche eher ungewöhnlich. Aber es ist einfach, Das ist man möglich. muss es nur tun. Und das ist aber wieder die große Hürde. Und die Barriere, die man da sag mal, überwinden muss, was sind Ja, die? die Oder Barriere ist, die große. die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ich glaube, es ist die Angst. Die Okay. Angst, was soll ich tun? Und wie soll ich es tun? Es ist el miedo que tiene que ser y cómo. Bueno, por lo tanto, hay un coaching que yo brindo. No, es ist ein neues Thema de hoy. Cada persona puede hacerlo y todos los conocimientos hay. Jeder kann es machen und alles Wissen gibt es. Man muss es nur tun. Ya, Olger, las últimas palabras de hemos escuchado para terminar con nuestra entrevista. Wie sind die Peruaner, also Südamerikaner, sind ähnlich? Wie fühlen sie sich hier? Wie leben sie hier? Ja, die Südamerikaner und die Peruaner bringen eher die Liebe zu ihrem Land hier mit nach Deutschland, versuchen sich hier zurechtzufinden, ihr Essen, ihre Gebräuche, die Musik und gerade jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, also alle Peruaner wissen das, 34, nach 34 Jahren wieder dabei zu sein. Es ist, als ob schon die Copa gewonnen worden wäre. So war das in Deutschland vor 4 Jahren. Also eine hohe Zusammenhalt, eine hohe Liebe zum Land. Jetzt ist aber hier in Deutschland ab November das Wetter, wisst ihr alle, wird schwieriger und dann ist es eher wie eine Pflanze, wie eine Blume, die im falschen Ort steht. Erst fallen die Blätter ab, dann die Blüten und die Sehnsucht nach Hause wird sehr, sehr groß. Deshalb, jeder hat die Chance, etwas daraus zu machen, sein persönliches Lebensmodell zu finden und sein persönliches Glück. Und das wünsche ich allen, dass das jeder für sich persönlich für seine Familie findet. Ja, vielen Dank, dass du mit uns hier warst. Eine War sehr, Freude. sehr nett. Es war eine Freude, Raphael. Vielen Dank, hier eingeladen worden zu sein. Und ich wünsche allen Peruanern, dass es eine tolle WM wird. Ja, vielen Dank.